Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich aus dem Lesesaal der Wien-Bibliothek im Rathaus begrüßen. Wien feiert heute 100. Geburtstag. Am 10. November 1920 hat der Wiener Gemeinderat in seiner Funktion als Wiener Landtag die Wiener Stadtverfassung verabschiedet. Bis dahin war Wien ein Teil von Niederösterreich und in diesem Niederösterreich lebte mehr als die Hälfte der österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, zumindest im Jahr 1919. Dieses Ungleichgewicht an Verteilung der Bevölkerung und die Wahlen vom Mai 1919 befeierten sowohl auf Wiener Seite als auch auf der Seite Niederösterreichs den Wunsch nach einer Trennung. Mit der Wahl 1919, bei der die Sozialdemokratie als große Siegerin hervorging, stellte Wien in der Person von Jakob Reumann, dem Bürgermeister, aber auch in Niederösterreich in der Person von Albert Sewer, den Landeshauptmann. Die Trennung Wien und Niederösterreich wird in der zeitgenössischen Literatur auch als Scheidung bezeichnet. Dieser Scheidungsprozess, und es war tatsächlich ein Prozess, der mit November 1920 begann und erst im Dezember 1921 abgeschlossen war. Dieser Trennungsprozess endete im Dezember 1921 und erst dann war Wien vollständig von Niederösterreich getrennt. Sie sehen also, dass die Wiener Stadtverfassung und die Trennung Wien-Niederösterreich zwei eigenständige Ereignisse sind, aber natürlich engst zusammenhängen. Diese Trennung von Niederösterreich machte überhaupt erst möglich, dass Wien als Land eine selbstständige Politik und natürlich eine selbstständige Gesetzgebung vollziehen konnte. Und dadurch machte diese Trennung überhaupt die große Reformpolitik des Roten Wiens erst möglich. Insofern gilt, und ich darf hier Robert Danneberg zitieren, Zitat, der 10. November 1920 ist ein denkwürdiger Tag in der Geschichte der Stadt Wien, Zitat Ende. Nun zu uns. Also die Wien-Bibliothek im Rathaus als zentraler Gedächtnisort dieser Stadt und als Ort für Stadtgeschichtsforschung widmet diesem Jubiläum eine Ausstellung und eine Publikation. Die Ausstellung kann leider aktuell nicht besucht werden. Umso mehr legen wir heute das Gewicht irgendwie auf die Publikation Wien wird Bundesland, die Wiener Stadtverfassung und die Trennung von Niederösterreich. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den beiden Herausgebern des Buches ganz herzlich bedanken, Bernhard Hach-Leitner und Christian Mertens. Beide werden im Anschluss heute noch über ihre Teile im Buch reden. Das führt zum nächsten Punkt. Das Buch ist in zwei Teile gegliedert, in einem verfassungshistorischen und in einem kulturhistorischen Teil. Und ich bedanke mich natürlich an dieser Stelle auch bei allen Autorinnen und Autoren, die zum Gelingen dieser Publikation beigetragen haben. Mein Dank gilt außerdem Wolfgang Ammer, der mit zeitgenössischen Zeichnungen die Ausstellung bebildert hat, die im Foyer der Wien-Bibliothek zu sehen sein wird. Und ich darf Sie an dieser Stelle herzlich zum Besuch der Ausstellung, wann auch immer, irgendwie einladen. Denn wir sind natürlich bei der Öffnung dieser Ausstellung auf die aktuellen Covid-19-Verordnungen angewiesen. Wie gesagt, bis dahin lege ich Ihnen die Publikation ans Herz, die ab morgen bei uns in der Bibliothek, aber auch in den Buchhandlungen erhältlich sein wird, zum Preis von 25 Euro. Nun darf ich das Wort an Wolfgang Madertaner übergeben, der in das Thema als Historiker und bester Kenner dieser Zeit, was die Geschichte betrifft, einführen wird. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde der Wien-Bibliothek, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zur Präsentation eines konzis erarbeiteten Sammelbandes begrüßen. Ein Sammelband, der einem wahrhaft hohen Jubiläum, einem Jahrhundertjubiläum dieser unserer Stadt gewidmet ist, der Konstituierung der Stadt Wien als Bundesland.
Vor dem Hintergrund von Pandemie und Hungersnot, vor dem Hintergrund eines gänzlichen Zusammenbruchs der Wirtschaft, der Produktion, der Währung, wurde hier unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkrieges ein sozial- und wirtschaftspolitisches Experiment initiiert, das auch im internationalen Kontext einzigartig und einmalig dasteht und das zugleich einen der Hauptangriffspunkte einer zunehmend von der autoritären Rechten dominierten Bundespolitik bildete. Wir wollen das im Folgenden kurz beleuchten. Nicht übersehen werden sollte jedenfalls, dass das Rote oder vielmehr seiner Selbstbezeichnung nach das neue Wien eigentlich auf einer doppelten Ironie gründet. Erstens der Machtverlust auf Bundesebene und das damit verbundene Ende weitgehender Sozialisierungen oder sozialstaatlicher Maßnahmen brachte die Sozialdemokratie dazu, ihr gesamtes politisches Potenzial auf Wien zu konzentrieren. Und erst das Scheitern einer von sozialdemokratischer Seite in den Verfassungsverhandlungen stark forcierten zentralstaatlichen Lösung zugunsten einer größeren Autonomie der Bundesländer ermöglichte es dem Bundesland Wien ab 1920-22 mittels partieller finanzpolitischer Souveränität eine über die Notstandsmaßnahmen und die unmittelbaren pragmatischen Notwendigkeiten der Nachkriegszeit hinausgehende Politik der qualitativen kommunalen Reformen zu entwickeln. Eine Politik, die in den Kommunal- und Landtagswahlen vom April 1927 glänzend bestätigt wurde. Zugleich hatte Bundeskanzler Prälat Ignaz Seipel mit dem von ihm geführten Bürgerblock bei den Wahlen auf Bundesebene verloren. Er schien, dessen politische Vorherrschaft sollte es zu einer Konfrontation mit einer ständig stärker werdenden Sozialdemokratie kommen, im Rahmen der parlamentarischen Demokratie auf Dauer nicht aufrechterhalten zu können. Seipel setzte, bestärkt nicht zuletzt durch die dramatischen Ereignisse des 15. Juli 1927, auf die zu diesem Zeitpunkt bereits offen faschistisch agierenden Heimwehren. Und er setzte damit vor allem auch auf eine Revision der Bundesverfassung von 1920. Unter ständigen Putsch- und Staatsstreichdrohungen sowie unter Berufung auf ein vorgebliches Notrecht des Volkes wurde nunmehr eine qualitative Änderung der sogenannten Kelsen-Verfassung angestrebt. Es geriet dies zum alles bestimmenden Thema der österreichischen Bundespolitik, allerdings erst unter der Kanzlerschaft des vormaligen Polizeipräsidenten Johannes Schober, der als einer der Hauptverantwortlichen für die blutigen Vorfälle des Juli 27 der Heimwehr auch als ein persönlicher Garant ihrer Intentionen erschien. Ein von Schober am 18. Oktober 1929 vorgelegter Verfassungsentwurf sah im Wesentlichen eine umfangreiche Ausdehnung der Kompetenzen des nunmehr in einer Volkswahl zu bestimmenden Bundespräsidenten bis hin zu einem Notverordnungsrecht vor, sowie als einen der wesentlichen Punkte überhaupt die Abschaffung des Status Wiens als Bundesland. Wien sollte zur bundesunmittelbaren, das heißt der Zentralregierung unterstellten Stadt werden. Eine dramatische Revision der bisherigen Autonomie und Rechtsstellung. Dazu traten Versuche, das Land, die Stadt, die bei einem knappen Drittel der Gesamtbevölkerung 60% der direkten Steuern in Österreich aufbrachte, durch einschneidende Reduktion ihrer Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundessteuern finanziell in den Ruin zu treiben, wie dies dann unter dem Vorzeichen des Notverordnungsregimes Dollfuß ab 1933 auch tatsächlich geschehen ist. Wien, so das Resümee Hans Kelsens in einer überaus scharfen Kritik am vorgelegten Entwurf, wäre im Wege der Verfassungsrevision unter den Ausnahmezustand gestellt worden. Mehr noch, die Regierungsvorlage hätte eine verfassungsgemäß niedergeschriebene politische Marginalisierung der Sozialdemokratie bedeutet, der, wie es der österreichische Volkswirt formulierte, in diesem besonderen Fall die geschichtliche Rolle des alleinigen Horts der Demokratie zugewiesen war. Die konkrete Verhandlungsführung übertrug sie dennoch einem Mann, der sich durch
Intellektuelle Brillanz, profunde Sachkenntnis in den unterschiedlichsten Materien und kühl abwägende Verhandlungsführung zu wiederholten Malen ausgezeichnet hatte. Robert Danneberg, Verfassungs- und Finanzexperte, herausragender Exponent des Roten Wien, parteiintern oft auch als der Sektionschef Otto Bauers bezeichnet. Danneberg erwies sich in den Unterausschüssen als dynamischer, initiativer, überaus zäher Verhandler. Die eigentlichen Entscheidungen aber fielen in den direkt mit Kanzler Schober geführten Geheimverhandlungen, in denen die Sozialdemokraten weitreichende Konzessionen in Fragen machten, die bis dato als definitiv nicht verhandelbar gegolten hatten. Zugeständnisse betrafen vor allem die weitgehende Zentralisierung der polizeilichen Kompetenzen beim Bund und die deutliche Erweiterung der Befugnisse des Bundespräsidenten, dessen selbstständiges Auflösungs- und Verordnungsrecht allerdings in letzter Sekunde spürbar eingeschränkt werden konnte. Demgegenüber stand eine Reihe von Erfolgen, denen aber überwiegend der defensive Charakter einer Bewahrung wesentlicher Errungenschaften der Demokratischen Republik zukam. So in den Fragen der Wiedereinführung der Zensur, in den Fragen der Aufhebung der Geschworenengerichte oder der Einrichtung eines sogenannten Ständerats. Erhalten werden konnte hingegen das einem Drittel des Nationalrats garantierte Recht zur Verhinderung von Verfassungsänderungen und erhalten werden konnte vor allem anderen der Länderstatus der Bundeshauptstadt. Es waren, wie sich schnell erweisen sollte, müßige Abwehrerfolge. Denn in den kommenden Jahren der großen Depression ist diese Republik und mit ihr ihre Verfassung destabilisiert und schließlich zerstört worden. Die tiefgreifenden ökonomischen und psychologischen Umwälzungen der globalen Finanz- und Spekulationskrise der frühen 1930er Jahren betrafen in der Tat alle Schichten und Klassen. Sie haben die parlamentarische Demokratie delegitimiert und machtvolle Ressentiments gegen das demokratisch-republikanische Prinzip mobilisiert. Entwicklungen, die schließlich in totalitäre Machtentfaltung und kollektive Gewalt umschlugen. Robert Danneberg ist dieser Dynamik zum Opfer gefallen. Gestatten Sie mir, dass ich gerade hier und an dieser Stelle dieses zu Unrecht weithin vergessenen großen Wiener Kommunalpolitikers, Polyhistors und politischen Intellektuellen in aller gebotenen Kürze gedenke. Der am 23. Juli 1885 in Wien geborene Robert Danneberg entstammte einem ungarisch-jüdischen Zuwanderermilieu. Hochbegabt absolvierte er akademisches Gymnasium und Jusstudium mit bestechender Brillanz. Mit 18 Jahren ist er Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, 5 Jahre darauf, 1908, Generalsekretär der Sozialistischen Jugendinternationale. Er bewegt sich im Umfeld der Austromarxisten, um Otto Bauer, Karl Renner, Max Adler, Rudolf Hilferding. Zur Zeit des Ersten Weltkriegs organisiert er zusammen mit Fritz Adler eine gegen die Tolerierungs- und Burgfriedenspolitik des Parteivorstandes gerichtete innerparteiliche, im politischen Spektrum weit links angesiedelte Opposition. In der Folge allerdings entwickelt sich Danneberg zum veritablen Pragmatiker, schafft die juristischen Grundlagen für die visionäre Wohnbaupolitik des Roten Wien, betätigt sich als dessen führender publizistischer PR-Mann. Bis 1932 ist er Präsident des Wiener Landtages, danach in der Nachfolge Hugo Breitners Finanzstadtrat, bis zu seiner gewaltsamen Enthebung im Februar 1934. Wie alle im Lande verbliebenen Vorstandsmitglieder der Sozialdemokratie wird er verhaftet und für 8 Monate arretiert, um sich nach seiner Entlassung sofort den im Untergrund tätigen illegalen revolutionären Sozialisten anzuschließen. Was ihn andererseits aber auch nicht daran hindert, im März 1938 vehement für ein Zusammengehen mit der rechtsautoritären Regierung Schuschnigg und für die Formierung einer breiten antinationalsozialistischen Front einzutreten. Ein viel zu spät unternommener Ausreiseversuch in einem
gespenstisch anmutenden, völlig überfüllten Eisenbahnzug, der mit vielstündiger Verspätung den Wiener Ostbahnhof in Richtung Brünn verlässt, scheitert. Er scheitert an der tschechischen Grenze, wo alle Personen, die keinen Wohnsitz in der GSR vorweisen können, abgewiesen werden. Ein von Otto Bauer in letzter Sekunde beim tschechischen Innenminister erwirktes Visum liegt zwar bereit, findet aber im allgemeinen Chaos keine weitere Beachtung. Zurück in Wien wird Danneberg sofort von der Gestapo verhaftet und entsprechenden Verhören unterzogen. Zerbrochen, gequält, geschunden findet er sich auf einem Nazi-Plakat zu einer Fratze im Stil des Stürmer verfremdet. Es ist ein über ganz Wien verbreiteter Sonderdruck des SS-Kampfblattes Der Schwarze Chor mit der Textierung nach Redaktionsschluss. Für Robert Danneberg beginnt nunmehr ein in Worte kaum zu fassendes Martyrium. Er ist Teil eines ersten sogenannten Prominententransports, der am 1. April 1938 nach Dachau abgeht. 4 unsagbare Jahre wird er dem Terror des Konzentrationslagers widerstehen, bis er via Buchenwald Ende Oktober 1942 nach Auschwitz deportiert wird, wo sich nach 6 weiteren Wochen seine Spur verliert. Den persönlichen Triumph, nämlich dass der von ihm so wesentlich bestimmte Verfassungskompromiss von 1929 nach 1945 zur Grundlage einer bemerkenswerten Erfolgsgeschichte der Zweiten Republik wird und damit auch die Doppelfunktion Wiens als Bundeshauptstadt und Bundesland über alle politischen Lager hinweg im Wesentlichen unhinterfragt bleibt, diese späte Genugtuung wird er nicht mehr erleben. Gleichwohl bleibt das Leben und Wirken Robert Dannebergs ein mächtiges Symbol für sozialen Frieden und gesellschaftlichen Zusammenhalt, ein Symbol, das gerade in Zeiten der erneuten Pandemie und eines pseudoreligiös motivierten Terrors einmal mehr massiven Bedeutungsgewinn erfährt. Möge das vorliegende, im Übrigen großartige Buch seine Wirkungsmacht in eben diesem Sinne entfalten. Tücken der Brille. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es liegt nun an mir, mit der Vorstellung des Buches zu beginnen. Wir haben uns das in 2 Teile geteilt, so wie wir auch in 2 Teilen gemeinsam die Verantwortung als Herausgeber dieses Bandes tragen. Vor exakt 100 Jahren wurden die Grundlagen für die Stellung Wiens in Österreich als eigenständiges Bundesland gelegt. Und die Wiener Stadtverfassung als bis heute im Wesentlichen gültiges Regelwerk für das Zusammenspiel von Politik und Verwaltung in dieser Stadt beschlossen. In welchem Umfeld fand diese Verselbstständigung Wien statt? Über Jahrhunderte war Wien eine mit geringen eigenen Rechten ausgestattet und das unbestrittene Zentrum Niederösterreichs bzw. des habsburgischen Länderkonglomerats. Thomas Simon, Rechts- und Verfassungshistoriker an der Universität Wien, zeichnet in seinem Beitrag die verfassungsrechtliche Stellung der Stadt im Habsburgerreich nach. Im Grunde waren die kommunalen Gremien der strikten landesfürstlichen Kontrolle unterworfen. Und spätestens ab der josephinischen Neugestaltung des Städtewesens im späten 18. Jahrhundert völlig der staatlichen Macht untergeordnet. Erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die kommunale Selbstverwaltung. Wien blieb aber in entscheidenden Fragen von der Zustimmung des Niederösterreichischen Landtages abhängig. Das heißt konkret, Wien hatte nicht mehr Gestaltungsspielraum als andere größere Städte in Niederösterreich, wie etwa St. Pölten oder Wiener Neustadt. Naheliegenderweise mehrten sich
aus unterschiedlichsten weltanschaulichen Richtungen, die Stimmen, die eine Loslösung als damals reichsunmittelbare Stadt forderten, vorerst noch ohne Erfolg. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zerfall der Monarchie im Spätherbst 1918 war die frühere Reichshaupt- und Residenzstadt zur Hauptstadt eines kleinen Staates, einer kleinen Republik geworden. Aus dem erstmals nach allgemeinem und gleichen Wahlrecht für Frauen und Männer durchgeführten Wahlen zum Niederösterreichischen Landtag und zum Wiener Gemeinderat im Mai 1919 gingen, wir haben es ja schon gehört, die Sozialdemokraten als klare Sieger hervor. Jakob Reumann als Wiener Bürgermeister und Albert Sewer als Landeshauptmann von Niederösterreich beendeten in beiden Gremien eine langjährige christlich-soziale Vorherrschaft. Birgitta Badazar, Assistenzprofessorin für Neuere Geschichte an der Universität Wien, behandelt in ihrem Text diese sicherlich eine Zäsur darstellende Wahl und deren politische Auswirkungen. Aufgrund der Vormachtstellung Wiens im Niederösterreichischen Landtag, die Wiener Abgeordneten nahmen 68 der insgesamt 120 Sitze ein, befürchtete die mehrheitlich agrarisch geprägte Bevölkerung Rest Niederösterreichs, von den Wiener Sozialdemokraten dominiert zu werden. Andererseits konzentrierten die Sozialdemokraten nach dem Ausscheiden der Koalition auf Bundesebene 1920 ihre politischen Ambitionen auf ihre Hochburg Wien. Wir haben ja schon das Diktum von der doppelten Ironie gehört. Und zugespitzt kann man wohl sagen, Christlich-Soziale am Land und Sozialdemokraten in der Großstadt wurden zu den treibenden Kräften dieser Trennung. Dazu kam die Haltung der anderen Bundesländer. In der 1918 entstandenen Republik Deutsch-Österreich lebte mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Bundesland Wien im Bundesland Niederösterreich inklusive Wien, was die anderen Bundesländer als massives Ungleichgewicht empfanden. Wie Thomas Olechowski, Rechtshistoriker an der Universität Wien, in seinem Beitrag näher ausführt, wurde im Zuge der Verhandlungen um die Bundesverfassung in den Jahren 1919, 1920 in den Entwürfen Wien regelmäßig die Stellung eines Landes oder einer den Ländern gleichgestellten Stadt zuerkannt. Hans Kelsen, dem Vater der österreichischen Verfassung, schwebte dabei das Modell der Schweizer Halbkantone, wie wir es etwa in Zürich, Stadt, Zürich, Landschaft haben, vor. Das Bundesverfassungsgesetz vom 1. Oktober 1920 definierte in den Artikeln 2 und vor allem 108 bis 114 Wien und Niederösterreich Land als zwei lose miteinander verbundene Teile. In den nicht gemeinsamen Angelegenheiten, und es sollten die meisten sein, sollte jeder der beiden Landesteile die Stellung eines selbstständigen Landes haben. Dabei sollte dem Wiener Gemeinderat die Stellung des Landtages zukommen. Bis heute handelt es sich ja bekanntlicherweise um personenidente Gremien. Der Bürgermeister ist zugleich Landeshauptmann und der Wiener Stadtsenat fungiert zugleich auch als Landesregierung von Wien. Verlagern wir nun unseren Blick auf einen anderen Aspekt, die allgemeine Situation der großen Städte nach dem Ersten Weltkrieg. Andreas Weigel, Historiker und Stadtgeschichtsforscher im Wiener Stadt- und Landesarchiv, schaut in seinem Text über die Grenzen und beschreibt den Modernisierungsdiskurs jener Zeit in den großen Städten. Der Krieg und seine Folgen hatte in vielen Metropolen eine enorme Ausweitung des kommunalen Tätigkeitsfeldes erbracht. Die Kommunen mussten sich etwa um die Sicherstellung der Basisversorgung, der Grundversorgung der Bevölkerung kümmern, damals Approvisionierung genannt. Kriegsflüchtlinge und Hinterbliebene gefallener Soldaten betreuen, aber auch Maßnahmen zur Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnungsmarktes setzen. Nicht nur in Wien entwickelte sich die kommunale Armenhilfe in weiterer Folge sukzessive zu einem engmaschigen Netz gesundheits- und sozialpolitischer Betreuung.
Vermehrt traten die Kommunen nun auch als Hausherren und Vermieter von, als Bauherren und Vermieter von erschwinglichen Wohnraum auf. Angesichts dieser vielen neuen Aufgaben kletterte auch die Zahl der städtischen Bediensteten sukzessive in die Höhe. Das erheblich verbreiterte kommunalpolitische Portefeuille erforderte aber auch neue, moderne Regelungs- und Steuerungsinstrumente in der Politik und Verwaltung. Heute würden wir von Governance sprechen. Noch im Herbst 1919 initiierte Bürgermeister Reumann eine als Schritt weiter auf dem Weg der Demokratie eine umfassende Reform der Gemeindeverfassung, die unter der Federführung des heute schon mehrfach zitierten Robert Danneberg und unter Beiziehung von Rechtsexperten bis April 1920 ausgearbeitet wurde. Das neue Gemeindestatut etablierte die bis heute gültigen und für uns gewohnten Grundzüge des politischen Systems von Wien. Dazu zählen etwa ressortzuständige amtsführende Stadträte, Gemeinderatsausschüsse, das System des Stadtsenates, aber auch das Kontrollamt, der heutige Stadtrechnungshof. Auch die städtischen Unternehmen wurden erstmals in der Kommunalverfassung verankert. Und auf diesem Statut aufbauend gab sich das nunmehrige Land Wien am 10. November 1920 in der konstituierenden Sitzung des Wiener Landtages eine Stadtverfassung, die nun auch die Landesagenten regelte. Sie wurde vom Bürgermeister und Magistratsdirektor in ihren neuen Funktionen eben als Landeshauptmann bzw. als Landesamtsdirektor unterzeichnet und als Nummer 1 im neuen Landesgesetzblatt für Wien kundgemacht. Mehr dazu finden Sie übrigens in meinem Beitrag in diesem Buch. Für etwas mehr als ein Jahr währte die Phase des Übergangs, in der es einen Landtag und eine Landesregierung von Niederösterreich-Land, in Wien eben den Gemeinderat als Landtag und den Stadtsenat als Landesregierung, sowie als lose Klammer für beide Teile einen gemeinsamen Landtag gab. Letzterer wurde aber kaum benötigt, da beide neuen Bundesländer nicht die Absicht hatten, gemeinsame Angelegenheiten aufrechtzuerhalten. Doch nun galt es aber, sowohl das Gebiet als auch das Vermögen des bisherigen Niederösterreich zwischen den beiden Entitäten aufzuteilen. Hier darf ich auf den Text von Barbara Steininger, Historikerin im Wiener Stadt- und Landesarchiv, verweisen. Lange Zeit war ja völlig unklar, wo die Grenzen zwischen den neuen Bundesländern Wien und Niederösterreich überhaupt verlaufen sollten. Es gab die verschiedensten Vorschläge, die verschiedensten Bestrebungen. Sie finden vieles davon in dieser Publikation. Manchen Überlegungen zufolge sollte das Wiener Land, wie es auch genannt wurde, bis an die Staatsgrenze reichen, andere nach bis tief in das niederösterreichische Industriegebiet hinein. Wie wir wissen, blieb aber das neue Bundesland Wien schlussendlich auf das Stadtgebiet von Wien begrenzt. Die Verhandlungen über die Aufteilung des gemeinsamen Eigentums zogen sich über das gesamte Jahr 1921 hinweg und mündeten in das Trennungsgesetz von Ende Dezember 1921. An Wien fielen dabei unter anderem das Krankenhaus Amsteinhof, eine Pflegeanstalt in Ips, eine Erziehungsanstalt in Eggenburg oder Immobilien in der Wiener Innenstadt. Das niederösterreichische Landeselektrizitätswerk wurde in eine Aktiengesellschaft unter Beteiligung beider Länder umgewandelt. Die Niederösterreichische Landesversicherungsanstalt in die Aktiengesellschaft Bundesländerversicherung transferiert, sagt so manchen von uns ja noch etwas. Oder die österreichischen Bundesbahnen übernahmen die bisherigen niederösterreichischen Landesbahnen, die Landesbahnen. Und dann gab es natürlich auch das Landhaus in der Herrengasse, das vorerst einmal an Niederösterreich kam. Als 1986 der Sitz der niederösterreichischen Landesregierung in die neue Hauptstadt St. Pölten verlegt wurde,
also zuerst einmal beschlossen wurde und dann im Laufe der nächsten Jahre dann tatsächlich verlegt wurde, verzichtete Wien auf sein aus diesem Trennungsgesetz resultierendes Recht auf eine Hälfte des Objekts und erhielt stattdessen Eigentumsanteile im Bereich der nördlichen Donauinsel. Sie sehen also, diese Trennung Wien-Niederösterreich hat uns auch noch in unserer jüngsten Vergangenheit beschäftigt. Die rechtlich-organisatorische Trennung bedeutete aber noch lange nicht das Ende der Gemeinsamkeiten. Näheres dazu und natürlich viel mehr werden Sie jetzt von meinem Mitherausgeber Bernhard Achleitner erfahren. Ja, schön ist es geworden, das Buch. Ich möchte Sie auch alle ganz herzlich begrüßen. Mein Beitrag zu dem Buch war eben die Verantwortung über den kulturhistorischen Teil, weil diese Trennung von Wien und Niederösterreich und die damit verbundene oder Bundeslandwerdung Wiens hatte natürlich nicht nur rechtliche und politische Aspekte im engeren Sinn, sondern auch eine Reihe von kulturellen Voraussetzungen, aber auch kulturellen Auswirkungen. Der Kampf oder die Auseinandersetzung um die Trennung in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wurde mit massiver Polemik zum Teil geführt. Es war einerseits eine klassische Stadt-Land-Gegnerschaft, die aber noch viel stärker aufgeladen war, einerseits dadurch, durch die Dimension Wiens in diesem Rest Österreich, in dieser Republik Deutsch-Österreich und den wirklich scharfen Kontrast zwischen Wien und Niederösterreich, das, wie wir schon mehrmals gehört haben, Rote Wien ab 1919 und das, wenn man jetzt Wien wegnimmt, ganz stark christlich-sozial, ganz stark vom Bauernbund dominierte Niederösterreich. Und dieses Niederösterreich wurde dann ab 1919 von einem sozialdemokratischen Landeshauptmann von Albert Sewer, wie wir heute auch schon gehört haben, regiert. Das war vor allem für die niederösterreichischen christlich-sozialen, für den niederösterreichischen Bauernbund ein starker Grund, massiv für eine Trennung der beiden späteren Länder, also eine Trennung von Wien und Niederösterreich, einzutreten. Diese Trennungskampagne ist auch, wie ich schon gesagt habe, sehr polemisch erfolgt und die Themen, über die dieser Kulturkampf geführt wurde, waren zum Beispiel Religion oder anders formuliert die Frage, die Rolle der katholischen Kirche im Staat. Da ging es dann auch um Fragen wie Eherecht, Scheidung und so weiter. Schule, Schulpolitik war natürlich auch ein großes Thema. Und der Niederösterreichische Bauernbund zeichnet in seinen Zeitungen, aber teilweise auch auf Wahlplakaten, so ein Bild von Wien als eine Stadt der bolschewistischen Arbeiterräte und Schieber. Und was man auch nicht vergessen darf, die niederösterreichischen Christlich-Sozialen haben nach dem Ersten Weltkrieg aus einer vermeintlichen Position der Stärke agiert. Schon im Krieg und dann nochmal in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg war Wien von einer starken Hungersnot geprägt und auf die Lebensmittellieferungen aus den Bundesländern, vor allem auch aus Niederösterreich, abhängig. Also sozusagen die Position der Niederösterreicher war, wir müssen diese Stadt durchfüttern und sind deswegen stark. Und welche Argumente, welche Polemiken in diesem Kulturkampf verwendet wird, darauf geht Alfred Pfoser in seinem Beitrag in dem Buch ein. In einem Beitrag, den Alfred Pfoser dann, einen zweiten Beitrag, den er mit mir gemeinsam geschrieben hat, geht es dann um die Frage, wer waren eigentlich die Kritiker an dieser Trennung, die es auch gab. Es waren vor allem die Großdeutschen, Deutschnationalen und aber auch innerhalb der beiden großen Parteien, der Christlich-Sozialen und der Sozialdemokratie, gab es Trennungsgegner. Das waren vor allem die Sozialdemokraten in Niederösterreich und die Christlich-Sozialen in Wien, jeweils die Minderheitsparteien, weil die Angst um ihren Machtverlust hatten. Weil es ist auch ganz klar, wenn man sich die Aufteilung dann anschaut, es war machtpolitisch gesehen eine pragmatische Aufteilung letztendlich zwischen Sozialdemokratie, die sich damit
die Macht in Wien und damit auch die Voraussetzung für ihr Sozial-, Wohnbau-, für insgesamt vier Projekte des Roten Wien geschaffen hat. Und in Niederösterreich sind die Christlich-Sozialen davon ausgegangen, dass sie über lange Zeit dort die Mehrheit haben werden. Sie hatten die Mehrheit nicht so absolut wie die Sozialdemokratie in Wien. Und wenn man sich die Entwicklung anschaut, die Alfred Pfoser und ich dann auch skizzieren in dem Beitrag, es ändern sich dann auch ein bisschen die Zugänge. Die Christlich-Sozialen in Niederösterreich fangen so ab Mitte der 20er Jahre, als dann die Versorgungslage in Wien sich normalisiert hat und man merkt, dass Wien eigentlich als Wirtschaftszentrum des Landes von den Steuereinnahmen ganz stark profitiert. Einerseits durch die eigenen Steuern, durch die Landessteuern, die es einheben kann. Die bekannteste ist die Wohnbausteuer, die den sozialen Wohnbau, die Wiener Gemeindebauten der Ersten Republik möglich gemacht hat, aber auch durch die Aufteilung der Bundessteuern. Die wurden nach einem bestimmten Schlüssel aufgeteilt, je nachdem, in welchem Bundesland die Wirtschaftsleistung für diese Steuern angefallen ist. Und da hat Wien, je nach Berechnung, zwischen 60 und 80% der Steuerleistung erbracht und dementsprechend auch einen Großteil von etwa 60% zu Beginn der aufgeteilten Bundessteuern erhalten. Niederösterreich als ländlich geprägtes Gebiet hatte sehr wenig von diesen Bundessteuern erhalten und das hat zu großer Unzufriedenheit geführt. Und auch dann wieder zu massiven Kampagnen. Wolfgang Maderdaner hat schon skizziert, im Zusammenhang mit der Verfassungsreform ist das dann auch thematisiert worden. Und in dieser Zeit, späte 20er Jahre, war dann auch die Aufteilung der Bundessteuern oder eine Reform der Aufteilung der Bundessteuern ein großes Thema. Diskussionen haben sich letztlich bis in die frühen 30er Jahre hingezogen und Wien hat sukzessive weniger von den Bundessteuern bekommen und das hat so um 1930 dann im Zusammenhang auch mit der Weltwirtschaftskrise, der allgemeinen schlechten wirtschaftlichen Situation, dann auch zum Ende de facto des Wohnbauprogramms des Roten Wien geführt. Wien hat einfach dann ja nur mehr einen Bruchteil der ursprünglichen Bundessteuern erhalten. Das ist ein Thema. Es hat aber auch andere Aspekte natürlich diese Trennung gehabt. Eine Frage ist auch Raumplanung, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung. Mit dieser Trennung der Bundesländer war auch klar, Wien wird, wir haben es schon vorher gehört, es wurde diskutiert eine Zeit lang, wie das Stadtgebiet oder wie die Grenzen von Wien ausschauen sollten. Aber als fixiert wurde, als festgelegt wurde, dass das Bundesland Wien ident ist mit dem alten Stadtgebiet Wien, war auch klar, dass eine Stadterweiterung nicht mehr möglich sein wird. Und in weiterer Folge merkt man dann also auch bis in die Zweite Republik, bei der Verkehrsplanung hat das gewisse Problematiken, weil die Metropolregion Wien natürlich weit über die Stadtgrenze hinausgeht und über die Bundesländergrenze hinausgeht. Ein Beispiel oder ein Aspekt ist zum Beispiel diese Einkaufskonglomerate im Süden, also die Shopping City Wien ist indirekt auch ein Ergebnis dieser Trennung. Und Sándor Békési, Historiker und Experte für Stadtentwicklung, Raumentwicklung, Verkehrsplanung im Wien-Museum, geht in seinem Beitrag auf diese Aspekte ein, auch auf eine Phase, in der Wien vergrößert wurde. Im Nationalsozialismus gab es ja das sogenannte Groß-Wien, wo zahlreiche Gemeinden an Wien angeschlossen wurden, Schwechat und so weiter daraus, Klosterneuburg in diese Richtung. Also ein wirklich, sozusagen der Großraum Wien wurde zu einer Gemeinde und nach 1945 wurde das nicht sofort rückgängig gemacht. Die Besatzungsmächte waren zuerst sehr, sehr bremsend. Erst 1954 wurde Wien dann wieder in seine fast ursprünglichen Grenzen zurückgeführt. Ein paar Gebiete sind dazugekommen, der 23. Bezirk und auch im 10. ein Stück und weitere kleinere Gebiete, aber nicht die große Erweiterung. Interessanter Aspekt, der da auch vorkommt, ist, dass 1954 ein Großteil der Gemeinden, die zu Wien gehört haben, bei Wien bleiben wollten.
Ein anderer Aspekt, ich habe ihn schon kurz angesprochen, ist auch die Frage von Frauenpolitik, die Frage der Rolle der Frau, der Stellung der Frau. Da geht es um Fragen auch wie Eherecht, da geht es um Fragen wie Kindererziehung, da geht es dann letztendlich auch um Selbstbestimmung über den Körper, da geht es um Sagen wie Abtreibungsparagraf und so weiter. Und auch um die Frage, damit beschäftigt sich die Historikerin Marie Noël Yastabanas in diesem Beitrag, in diesem Buch, in ihrem Beitrag, die Frau als Wählerin. 1919 war nämlich auch die erste Wahl, bei der Frauen wahlberechtigt waren in Österreich und auch in Wien und Niederösterreich. Und die Frau war damit sozusagen eine attraktive und eine ganz wesentliche Zielgruppe. Es gab einen Bevölkerungsüberhang, einen weiblichen nach dem Ersten Weltkrieg. Und die Frau wird sozusagen als Wählerin von den Parteien entdeckt, sowohl von den Sozialdemokraten, die sich auf ihre Fahnen heften, für die Emanzipation einzutreten, aus Sicht mancher Exponenten der Frauenbewegung haben sie zu wenig gemacht, aber ganz klar war, die Frauenpolitik der Sozialdemokratie war progressiver als die der Christlichsozialen. Mit diesen Aspekten beschäftigt sich eben, wie gesagt, Marie Yastabanas. Sie geht auch auf die ersten weiblichen Abgeordneten im Wiener Landtag und Niederösterreichischen Landtag ein. Georg Riegele, Historiker und Archivar der EVN, also der Niederösterreichischen Energieversorgungsgesellschaft, schreibt über die auch schon angesprochene Geschichte der gemeinsamen Stromversorgungsgesellschaft, die eben als gemeinsame Aktiengesellschaft nach der Trennung der Bundesländer gegründet wurde. Nach 1945 wurde sie dann wieder getrennt und die Niederösterreich erhielt dann sozusagen ihre eigene Stromversorgungsgesellschaft. Interessanterweise ziehen sich dann die Streitereien, da geht es um Fragen, wer jetzt das Umfeld von Wien versorgen darf, zieht sich dann fast bis zum EU-Beitritt Österreichs. Wien und Niederösterreich prozessieren da bis in die 90er Jahre. Und Ironie der Geschichte vielleicht in dem Fall, vor etwa einem halben Jahr ist Wiener Energie mit etwa, glaube ich, 23% bei dem niederösterreichischen Energieversorger EVN als Aktionär eingestiegen. Franz Gangelmeier, auch Historiker und Mitarbeiter der Wien-Bibliothek, beschäftigt sich mit einem Aspekt, der bisher eigentlich relativ wenig behandelt wurde, nämlich die Frage der gemeinsamen Sammlungen. Das heute jetzt Wien-Bibliothek, Wien-Museum, Niederösterreichische Landessammlungen. Es gab ja musste ja auch aufgeteilt werden, dieser Teil, die Kunstwerke und ähnliche Gegenstände. Und Franz Gangelmeier hat detailliert aufgelistet, welche Werke Niederösterreich, welche Wien zugefallen sind welche kulturellen Überlegungen da ausschlaggebend waren, warum manche Bilder in Wien gelandet sind und andere in Niederösterreich. Matthias Marschik hat sich mit Sport in Wien und Niederösterreich beschäftigt, beziehungsweise mit den Auswirkungen der Trennungen. Es gab gerade im Sport sind so politische Grenzen natürlich auch ein wichtiger Punkt, vor allem im organisierten Wettkampfsport, weil Verbände normalerweise nach Ländern, Staaten auf der nächsten Ebene, dann auf Bundesländerebene organisiert waren. Viele Verbände sind überraschenderweise, würde ich jetzt mal sagen, lange noch gemeinsam geblieben. Und zum Beispiel der Arbeitersportverband ASKÖ und auch der FAFÖ, der Verein der Arbeiterfußballer oder Amateurfußballer, also der Sozialdemokratische Fußballverband, hat ein gemeinsames Haus, eigentlich ganz in der Nähe am Gürtel in Michelbeuern, wo die Wiener, die österreichischen und die niederösterreichischen Verbände gemeinsam ihren Sitz hatten. Also das ist ja natürlich auch lange, solange Niederösterreich keine eigene Hauptstadt hat, haben auch viele Verbände, Sportverbände ihren Sitz weiter in Wien gehabt.
Und als letzten Beitrag, nein, den habe ich eher auch schon angesprochen, den Beitrag von Alfred Pfoser und mir. Und der einzige Beitrag, über den ich jetzt noch nicht geredet habe, ist mein eigener. Und das werde ich jetzt zum Abschluss noch kurz machen. Ich habe ihn genannt, Wien und Niederösterreich, eine untrennbare Beziehung, Fragezeichen. Da geht es um gemeinsame Unternehmungen, die Wien und Niederösterreich nach der Trennung noch betrieben haben. Ein paar haben wir schon gehört, Landesenergiegesellschaft und so weiter. Das ist für mich was ein interessanter Aspekt bei der Recherche zu diesem Beitrag, dass in manchen Bereichen, wenn man sich diese ideologischen Differenzen, die großen Gegensätze zwischen Wien und Niederösterreich anschaut, was für mich schon überraschend wie gut die Zusammenarbeit in manchen Bereichen funktioniert hat. Und ein Beispiel wäre die Fremdenverkehrskommission für Wien und Niederösterreich. Es gab in der Monarchie schon so eine gemeinsame Werbeagentur, sage ich jetzt mal salopp, für Wien und Niederösterreich, wurde dann 1925, glaube ich, wieder gegründet oder unter einem anderen Namen und dann ein bisschen anderen Voraussetzungen wieder gegründet. Und der Zweck dieser Fremdenverkehrskommission war, Wien und Niederösterreich im Ausland zu bewerben als Reiseziele. Und man hat sich da recht schön, eigentlich recht leicht auf eine gemeinsame Erzählung einigen können. Wien ist eine Stadt mit großer Kultur, großer Geschichte, die inmitten eines wunderbaren Naturgebiets, ein wunderbaren Landes liegt. Also das war so die Erzählung der Kultur in Wien, prachtvolle Natur rundherum in Niederösterreich. Diese Fremdenverkehrskommission hat dann die Festwochen in Wien und Niederösterreich veranstaltet, die eben den Zweck hatten, Fremdenverkehrswerbung zu betreiben. Und hat zahlreiche Publikationen herausgegeben. Eine davon finde ich bemerkenswert, die heißt Das neue Wien, ein Album mit Plan und ist im Wesentlichen ein Reiseführer zu den Bauten des roten Wien. Und im Vorwort, in der Einleitung wird einfach dieses sozialdemokratische Aufbauwerk des roten oder des neuen Wien gewürdigt. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass sozusagen eine Werbebroschüre für das Rote Wien von dieser Fremdenverkehrskommission der beiden Bundesländer gemeinsam herausgegeben wird. Und eine andere gemeinsame Unternehmung, bei der dann die Zusammenarbeit nicht so gut funktioniert hat, ist die Niederösterreichische Landesmusterkeller AG. Der hat im 19. Bezirk in der Birkergasse, gab es da eine Kellerei und im Wesentlichen war das eine Vermarktungsagentur für niederösterreichischen Wein. Also es war so eine, man wollte eben in Österreich, aber auch in anderen Ländern eben niederösterreichischen Wein vermarkten, ist auf Messen präsent gewesen, hat den Vertrieb organisiert. Das hat allerdings, ist insofern auch mal interessant, weil diese Landesmusterkeller AG war einer der ganz wenigen Punkte, bei denen man sich im Trennungsvertrag, im Trennungsgesetz nicht einig wurde, was ich finde, eine ganz schöne Geschichte ist, so ganz klischeehaft beim Wein hört dann der Spaß in gewisser Weise auf, da will Wien nicht nachgeben, da will Niederösterreich nicht nachgeben, weil einfach auch nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch die kulturelle Bedeutung so groß ist. Und in den Mitte 20er Jahre gab es dann massive Absatzkrise beim Wein und da ist dann klar geworden, okay, das funktioniert nicht, weil Wien war einerseits Hauptabnehmer des niederösterreichischen Weins, gleichzeitig aber auch Selbstproduzent von Wein. Und deswegen hat sozusagen Wien da schon langsam ein Problem damit gekriegt, in einer Agentur vertreten zu sein, die den Konkurrenz zum eigenen Wein bewirbt. Man hat dann die Anteile an Niederösterreich abgetreten. Letztendlich ist die Geschichte dann aber in den 30er Jahren mit diversen Skandalen dann auch zu Ende gegangen. Das hat Wien dann nicht mehr betroffen. Das war nur mehr die Niederösterreichische Landesmusterkeller AG, die nur mit dem Land Niederösterreich gehört hat. Ja, damit wäre ich am Ende der kurzen Vorstellung des Buchs. Ich möchte vielleicht noch dazu sagen, das Buch ist eben neben den Texten auch bebildert und das sind wirklich, wie ich finde, ganz wunderschöne Objekte aus der Wien-Bibliothek abgebildet, nicht nur, es sind auch Bilder aus anderen Beständen, aber einen Großteil der Bebilderung machen einfach
kommt aus den Beständen der Wien-Bibliothek. Und also ich habe einiges entdeckt, was ich vorher nicht kannte, und ich hoffe, dass auch mancher Leserin und manchen Leser so gehen wird. Ja, dann sage ich Dankeschön. Ja, vielen Dank, Wolfgang Marathoner, vielen Dank, Christian Mertens und Bernhard Hachleitner. Ich darf jetzt noch einen Film ankündigen. Also wir haben einen Film zum Thema zur Trennung Wien-Niederösterreich, also zum Thema der heutigen Veranstaltung, in Auftrag gegeben. Und es folgt jetzt im Anschluss noch ein 5-minütiger Film von Franzi Kreis, der quasi filmisch in das Thema einführt. Und mit diesem Film verabschieden wir uns aus der Wien-Bibliothek im Rathaus. Ich hoffe, dass wir Sie, wenn diese Pandemie wieder ein bisschen in den Zaum gekriegt sein wird, sozusagen, dass wir Sie dann wieder in der Wien-Bibliothek im Rathaus in der Ausstellung begrüßen dürfen und Führungen für Sie durchführen können. Und bis dahin, wie gesagt, steht Ihnen der Film weiterhin online zur Verfügung und das Buch. Auf Wiedersehen und schönen Abend aus der Wien-Bibliothek. Da streiten Sie die Leiter um, oft um den Wert des Glücks. Der eine heißt den anderen du. Am Ende weiß keiner nichts. Sankt Egid am Neuwalde am 13. August 1920. An das Präsidium der Nationalversammlung in Wien. Die gefertigte Gemeindevorstehung erlaubt sich, den in der Gemeinderatssitzung mehrstimmig gefassten Beschluss wie folgt mitzuteilen. Sollte bei Beratung der Bundesverfassung das Land Niederösterreich in zwei Teile zerfallen, den von dem Traisenursprung ausgehenden Teil des Traisental und das Gölsental dem neu zu schaffenden Wienerland anzuschließen. Wie schaut die Situation vor 100 Jahren aus? Die Monarchie ist 1918 zerbrochen. Es bleibt ein kleiner Rest, die Republik Österreich, anfangs Deutsch-Österreich über, in der Wien mit seinen fast 2 Millionen Einwohnern einen großen Teil der Bevölkerung stellt. Dazu kommt die Situation, dass nach den Landtagswahlen im Jahr 1919 die Sozialdemokraten in Niederösterreich die Mehrheit bekommen. Auf der einen Seite die agrarisch strukturierten ländlichen Gemeinden, in denen die christlich-sozialen dominieren. Auf der anderen Seite insbesondere Wien mit seiner deutlichen sozialdemokratischen Mehrheit. Das ist die Geburtsstunde des Roten Wien. Wir müssen bedenken, dass Wien ja zu diesem Zeitpunkt immer noch Teil des Landes Niederösterreich war. Über Jahrhunderte hinweg Sitz des Niederösterreichischen Landtags. Wir haben hier das Niederösterreichische Landhaus, in dem eben auch über Wiener Schicksale entschieden worden ist. Ein Beispiel für diese Befürchtungen am Land ist etwa die Sewer-Ehe. Der sozialdemokratische Landeshauptmann Albert Sewer ermöglicht es, den Katholikinnen und Katholiken, die geschieden sind, noch einmal eine zivile Ehe einzugehen. Nachdem verfassungsrechtlich die Grundlagen für die beiden neuen Länder Niederösterreich, Wien geschaffen wurden, ging es um die Aufteilung des Tafelsilbers, also jenen Vermögen, Immobilien, Anstalten, die dem Land Niederösterreich gehörten. Wir sind hier in der Birkergasse. Hinter uns befindet sich das
Gebäude des ehemaligen Landesmusterkellers. Ich finde es natürlich ganz witzig, dass genau diese Institution, wo es um Wein ging, zwischen den beiden Verhandlungsteams von Niederösterreich Land und Wien so heftig umstritten war, wie die Protokolle zeigen. Das war übrigens eine österreichische Besonderheit, dass der Landtag von Niederösterreich auch nach der Trennung ja noch über Jahrzehnte in Wien getagt hat, also außerhalb der eigentlichen Landesgrenzen. Erst in den 1980er Jahren wurde St. Pölten zur Landeshauptstadt erklärt und erst in den 1990er Jahren übersiedelt der Landtag, wie auch maßgebliche Teile der Landesregierung, aber auch andere Institutionen, die Landesbibliothek, das Landesmuseum, nach St. Pölten. Dieser Antrag wird begründet, dass sowohl verkehrstechnische als auch viele wirtschaftliche Gründe für den Anschluss sprechen. Bitte diesen Beschluss zur Kenntnis zu nehmen und bei Beratung der Verfassung entsprechend zu berücksichtigen. Hochachtungsvoll, der Bürgermeister Fritz Wagner.